Tag, Freunde, hier ist, man sieht mich gar nicht. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Na los, die Mauer muss weg. Ah, jetzt geht's. Tag, Freunde, da ist wieder Rohrwehr Nerf Community. Und wir bedanken uns beim Nerf Team Deutschland für die 4 Modulus-Kits. Die sollten nicht ganz weg, die Kartons, sondern nur aus meinem Sichtfeld. Da bekomme ich sie auch wieder. Und zwar haben wir hier einmal das Mission-Kit, das Range, das Stealth-Kit. Da ist das Range-Kit und das Ammo-Kit von der Modulus. Ich kann nicht alles gleichzeitig zeigen, weil das alles sehr viel Platz beansprucht. Und ich würde sagen, ich packe die einfach mal alle der Reihe nach aus. Fangen wir mit dem Stealth-Kit an. Brauche ich jetzt, denke ich mal, so viel nicht zu erzählen, sind dann Anbauteile für die Modulus konzipiert, sind aber auch für andere Blaster natürlich, kann man auch woanders dran machen, logischerweise, soll man ja auch, aber farblich passt es halt zu der Modulus und gehört halt zur Modulus-Baureihe. So, wir haben hier eine Schere, um einmal eine Laufverlängerung rauszuholen, dann haben wir hier ein Red Dot Visier, Batterien dafür. So. Und einen Frontgriff, den man ausklappen kann. So. Zeige ich gleich, wie es am Blaster aussieht. Machen wir erstmal das nächste Kit auf, und zwar das Range Kit. So sieht das aus. Hinten ist auf den Modulus Kartons übrigens immer die ECS-10 mit all diesen Teilen. Brauche ich nicht jedes Mal zeigen. Immer dasselbe. Und es sind noch immer Warnhinweise und eine Gebrauchsanweisung dabei. Das werde ich jetzt auch nicht bei jedem Karton zeigen, nur dass ihr Bescheid wisst, das ist immer dabei. So. Hier haben wir mal was anderes, und zwar ein Zweibein im eingeklappten Zustand und im ausgeklappten wäre das dann so. Eine Laufverlängerung, das ist sozusagen das Präzisionskit, könnte man sagen, weil ein langes Visier dabei ist. Für einen sicheren Stand halt ein Zweibein und ein langer Lauf. Deswegen ist es halt das Range Kit. Das Stealth Kit halt eher zur Tarnung mit Red Hot Visier und einer Art Kompensator und einem Handgriff. So, dann machen wir einmal kurz Batterien rein. Ich mache die Regie einmal kurz. So, alles klar. Okay, danke. Das war sehr schnell. Jetzt sind Batterien drin. Jetzt kann man auch sehen, wie das aussieht. Zack. Gut, dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Kit. Machen wir das als letztes. Nehmen wir erstmal hier das Mission Kit. Da sind nur zwei Teile drin. Ja, die sind halt alle ein bisschen größer. Müssen ja auch in diesen Karton reinpassen. So, Warnhinweise und Gebrauchsanweisung. Wir haben hier einmal eine Schulterstütze. Die noch ein bisschen stabiler ist als die Originale. Aber die kann auch schießen. Zeige ich auch gleich nochmal. Gehe ich dann, wenn wir es am Blaster montiert haben, besser drauf ein. Und ein Schutzschild. Achso, hier sind natürlich auch Darts dabei, wenn der Blaster bzw. der Schulterschütze ein Blaster ist, womit man schießen kann, dann müssen ja auch Darts dabei sein. So. Zwei weiße Modulus-Darts natürlich. So, da sind sie. Tisch ist gleich sehr, sehr voll. Aber eins haben wir noch, und zwar das Ammo-Kit. Wie der Name schon sagt, das dient einfach dem Munitionsvorrat mit einem Doppelmagazin. Ups. Zwei 12er sind dabei, die sind aneinander gebaut. Die kann man aber auch voneinander trennen, wenn das einem doch zu fett wird, zu groß, zu lang, wie auch immer. Aber der Sinn ist halt, dass man halt nach 12 Schuss das Ding einfach umdrehen kann und andersrum reintun. Natürlich immer in Pfeilrichtung. Und dann sind natürlich auch entsprechend 24 Darts dabei. Hol ich einmal kurz raus. So, 24 weiße Kronen-Darts.
Bitte schön. Gut. Und dann zeige ich euch jetzt mal, was man damit alles genau machen kann. Nehmen wir mal hier mal mit dem kleinen Glas da an. Die Originalteile nehmen wir jetzt einfach mal ab. Also ich zeige euch die Blaster jetzt komplett ohne Originalteile, sondern nur mit Anbauteilen. So, dann nehmen wir doch mal dieses Visier da drauf. So, das kann man auch machen. Das würde so aussehen. Was kann man noch machen? Ja, also ich habe ja schon festgestellt, dass man das nicht machen kann hier. Werden dann andersrum, aber das geht glaube ich auch nicht, weil einfach die Welt zu kurz ist. Ja, was kann man hier noch machen? Eine Lauchverlängerung höchstens. Sieht fast so aus wie mit der anderen, weil die halt auch so rund ist. Können hier mal auch die drauf packen, ganz kurz. Würde dann so aussehen. Noch lustiger, das ist dann mit Schulterstütze. Der Blaster doppelt so groß wie vorher und sehr hecklastig. So. Dann kommen wir auch gleich schon zum nächsten Blaster, nehmen wir auch gleich mal andere Teile dafür. Gut, Schulterstütze haben wir jetzt nur eine zur Verfügung. So, die MK2. Machen wir hier auch mal die Schulterstütze dran. Sieht schon nicht ganz so albern aus. Und das noch andere. Ja komm, nehmen wir mal dieses Schild hier. Diesen Schild, ist ja der Schild, der Schutzschild. Und 12er Magazine gehen ja hierbei auch. Ist ja nicht mehr als ein 12er. So. Ich würde gerne mal das Zweibein testen, aber dafür haben wir keine Tactical Rail. Aber gucken wir gleich mal. Das kann man zum Beispiel machen, das ist nur ein Beispiel. Ich will jetzt auch nicht zu viel machen, weil es gibt so viele. Könntest du jetzt mal zeigen, was man mit der Schulterstütze Schönes machen kann, wenn das Magazin leer ist? Genau, da kann man das Magazin raus ist so, als wäre es leer. Habe ich ja schon gesagt, damit kann man schießen. Und zwar schießt man sich damit gegen die Tactical Rail. Ah, falscher Abzug. Hier muss man abdrücken. Ne, ihr seht, der geht nach hinten los. Auf jeden Fall gibt es Blaster, da kann man drüber schießen. Bei der Rampage geht's. Ansonsten ist diese Schulterstütze dafür da, dass man die abnimmt und dann so als Einhandblaster benutzt. So ist das gedacht. Wie gesagt, bei der Rampage geht's, die ist so flach, da könnt ihr drüber schießen. Auch bei der Raider auch dann entsprechend, aber das sind die einzigen und das ist Zufall, dass das funktioniert. Also, weil es so schön war, so macht man es nicht. Alles klar. Gut, dann kommen wir jetzt zum größten Monobus-Blaster, der ECS-10. So. Und zwar, hier haben wir richtig viele Anbaumöglichkeiten. Da können wir nämlich auch hier das Zweibein mal dran machen. Natürlich die Schulterstütze, das Magazin. Ja, an der Seite könnte man jetzt auch ein Visier dran machen. Macht alles keinen Sinn. Griff vielleicht, können wir gleich auch nochmal machen. Das ist jetzt zwar nicht original, das ist von der Eon Fire, aber das macht zumindest Sinn hier dran. So. Das Visier hatten wir, glaube ich, noch nicht. Oder hatten wir wahrscheinlich doch schon? Keine Ahnung. Ja. Das packe ich jetzt dran. Und den Schild können wir noch an der Seite machen. Kann noch irgendwas dran machen. Das kann man noch hier dran machen, wenn man die dann einzeln benutzt. Können wir es richtig schön vollpacken, das Ding. Bin ich denn so blöd? Ja. Ich merke das schon. Okay, das wird leider nichts. Tut mir leid, Freunde. Müsst ihr selber drauf fummeln. Ja, der ist jetzt richtig schön vollgepackt, dieser Blaster. Man sieht den Raki vor lauter Modulus-Teilen nicht mehr. Ja, auf jeden Fall unendlich viele Möglichkeiten gibt's. Und was soll man dazu noch sagen? Macht bestimmt Spaß. Die Teile auch noch so drauf? Okay, machen wir nochmal andere Laufverlängerungen auf die. Genau, die Laufverlängerung von den anderen Blastern auf die ECS-10 ist schon besser, ne, als bei dem Blaster, wo es eigentlich dabei war. Als bei der Ion Fire.
Und jetzt von der MK2 den Endeschnabel. Der wirkt hier auch schon besser, muss man mal sagen. Zwar immer noch nach Ente, aber nach einer Hyperente. So. Das wird der nächste Hashtag bei Instagram. Alles klar. Dann würde ich sagen, baue ich das alles mal wieder auseinander. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr habt alle viel Spaß mit den Modulus-Kits, mit den Teilen und vor allem beim Kombinieren der 20.000 Millionen Möglichkeiten. Und sage bis dahin, Leute, ciao.